Verehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, meine sehr geehrten Damen und Herren! Dem Gesetzentwurf der SPD-Fraktion ist generell zuzustimmen. Eine Erleichterung der Teilzeitbeschäftigung aus familiären Gründen ist ein Schritt in Richtung der Beamten mit kleinen Kindern oder pflegebedürftigen Verwandten. Es geht hier um ein Bekenntnis zu familiären Strukturen. Die Familie ist die Keimzelle der Gesellschaft, und ohne Gesellschaft macht sich jeder Staat faktisch arbeitslos. Den kritischen Stimmen zum Entwurf empfehle ich einen Blick in § 63 des Hessischen Beamtengesetzes. Der Wortlaut ist wie folgt: Eine Beamtin oder ein Beamter mit Dienstbezügen ist auf Antrag, und das ist das, was Sie, Frau Goldbach, und was Herr Bauer gerade eben vergessen haben zu erwähnen, wenn zwingende dienstliche Belange nicht entgegenstehen, das heißt, Sie können nicht einfach die Stundenzahl auswählen, wie Sie wollen, das ist sehr wohl abhängig auch von der Dienststelle, Teilzeitbeschäftigung mit mindestens 15 Stunden pro Woche zu bewilligen, wenn Sie oder er erstens ein Kind unter 18 Jahren oder zweitens eine pflegebedürftige sonstige Angehörige oder einen pflegebedürftigen sonstigen Angehörigen und so weiter. Hierbei wird folglich bereits festgelegt, wenn dem Wunsch der Beamten keine zwingende dienstliche Belange entgegenstehen, dem Antrag stattzugeben. Strittig scheint hier lediglich die Begrenzung der Mindeststunden von 15 zu sein. Eine größere Flexibilität für Beschäftigte durch die Herabsetzung der Mindeststunden kann im Umkehrschluss auch eine Flexibilität für das Land als Arbeitgeber bedeuten und zudem eine höhere Motivation der Beamten. Weiterhin hat ein Bundesland nicht dieselbe Motivation und Funktionsweise wie ein Unternehmen in der freien Wirtschaft. Denn der Staat untersteht dem Souverän. Der Souverän sind folglich auch jene Beamte, die ein Interesse an veränderten Arbeitszeiten haben. Dieses Entgegenkommen zeigt mithin die Haltung des Staates zu seinem eigenen Volk. Es wäre geradezu ein Hohn, wenn man Beamten, die beispielsweise nach einer Familiengründung zusätzlich Zeit mit ihren Kindern verbringen wollen, diesen Wunsch in Abrede stellt, damit sie eine konkrete Arbeitsstundenzahl erfüllen. Weiterhin sind in besagten Lebenssituationen berufstätige Eltern im Beamtenverhältnis wiederum auf staatliche Betreuungseinrichtungen angewiesen, um ihr Fehlverhalten zu Hause zu kompensieren. Wer hier also glaubt, an der einschränkenden 15-Stunden-Regelung festhalten zu müssen, der erkennt nicht die Lebensrealität von Vätern und Müttern in Hessen an. Die AfD als Vernunftspartei steht seit jeher für den Schutz und die Stärkung der Familien ein. Das Bundesland Hessen sollte sich nicht vor der Erleichterung einer Familiengründung verschließen und mit gutem Beispiel vorangehen. Einerseits beklagen wir einen kontinuierlichen Geburtenrückgang und andererseits würden wir den Menschen, die sich aktiv für einen positiven demografischen Wandel einbringen, vor den Kopf stoßen. Zudem kann das Land Hessen bewirken, dass sich junge, gut ausgebildete Menschen vielleicht eher für eine berufliche Zukunft als Beamte entscheiden, anstatt in die freie Wirtschaft zu gehen. Damit kann Hessen es leisten, kontinuierlich Fachkräfte als Arbeitnehmer zu gewinnen. Denn eine familienfreundliche Dienstgestaltung kann als Pluspunkt gegenüber Firmen und Unternehmen gewertet werden, die womöglich eine bessere Entlohnung anbieten. Jedoch eine schwerere Vereinbarkeit aus Familie und Beruf abbilden. Das Land Hessen steht schließlich auch in einem Konkurrenzkampf mit anderen Ländern, dem Bund und Unternehmen um die besten Köpfe. Auch der Aspekt der Pflege darf nicht zu kurz kommen. Viele betagte Menschen fristen ihren Lebensabend in Seniorenheimen und in Altenheimen, schlicht weil ihre Familien nicht die Zeit haben, sich ausreichend zu kümmern. Weil die AfD für das Altern in Würde einsteht, bekennen wir uns klar zur Betreuung in heimischem Umfeld, wenn
der individuelle Wunsch danach besteht. Wenn man all diese Gründe und noch vieles mehr zur Entscheidung über den hier vorliegenden Gesetzentwurf hinzuzieht, dann kann man diesem nur zustimmen. Außerdem sind Kinder unsere Zukunft. Entscheiden Sie weise und entscheiden Sie zugunsten unserer Kinder bzw. der hessischen Familien. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.